Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Pokémon Alpha Saphir von der Pokémon League und den Top 4. Ja, im letzten Part haben wir den hier besiegt, diesen Ulrich hier. Der Chiller hier. Ich kann nicht mal auf seinen Stuhl hocken, weil es sein Stuhl ist. Naja, egal, wir gehen weiter, denn zweiter der Top 4 wartet mit ihrem Geist-Pokémon. Ja, von der habe ich schon ein bisschen mehr Schiss, weil Geist doch ein bisschen was drauf hat. Und das nicht wenig. Oh ja, wer kämpft da? Wer will da? Ich denke mal, Korax ist da ganz gut. Ist einer der schnellsten Schabe und das muss so sein. So. Ich hatte schon auf dich gewartet. Diesmal habe ich ein paar neue Tricks für dich auf Lager. Ist ja auf alles vorbereitet. Ja, gut. Dann mach mal, Antonia. Eine Herausforderung von Top 4. Antonio mit Banett. Ah, los geht's. Auf geht's, Korax. Wir müssen zeigen, was wir können. Mit Mega-Entwicklung und Spukball. Mega Simsalabim. Bam. Zeig mir deine beste Spezialangriff, die du auf dem Hackerstra. Spukball! Bam! One-Hit-KO! Tschüss, Banett! Das war ja noch harmlos. Denn die dicken Bocken kommen gleich. Triff Zeppeli! Ja, der wird wahrscheinlich bei einem überleben, wenn ich Pech habe. Zack! Bam! Ja, Eissturm. Ah! Bloß nicht einfrieren. Bei meinem Glück. Oh. Initiative. Nein, mein Inni. Top Genesung, okay. Spukball. Auf ein neues. Zack. Und. Ich Spezialverteidigung setze ich dir runter, mein Freund. Psychokinese. Bams. Tschüss, Drift Zeppeli. Okay, Nummer 2 ist weg. Und ein Level up. So, jetzt geht's nämlich Traumagil. Traumagil ist auch ziemlich schnell. Und ich weiß genau, wenn ich einen Spukball von einem von den Geistern abbekomme, ist Korax am Arsch. Und Traumagil ist schneller. Oh mein Gott. Nein! Aber gerade so, Spukball! Bams! Reicht das? Nein. Ich muss tauschen. Verdammt. Wer hält gut was stand? Eigentlich wie Schocks. Dann, komm zurück, Korax. Los wie Schocks. Burns. Top Genesung, wow. Das ist natürlich praktisch. Weil in der Zeit kann ich nämlich auch heilen. Denn, Meister Korax ist das Wichtigste für uns. Hä, und meine Hypertränke? Ich bin ja falsch. Übertragen. Korax. So, voll. Spukball, okay. Korax, halt Stand. Du bist die Wall. Zeig mir, dass du die Wall bist. Erdbeben. Ah, scheiße, er hat Schwebe. Verdammt. Das Geist ist ein Wirft Schwebe. Verdammt. Steinkante, ja. Tschüss. Scheiße. Tschüss, wie Schocks. Nein! Ah, Nico, komm. Du machst das. Du hast eine gute Spezialverteidigung. Erstmal Donnerblitz. Spukball. Autsch. Ja, das überlebst du. Donnerblitz. Grill es. Paralysier es. Ich kann keinen Voltwechsel machen. Dann bin ich tot. Ah, verdammt. Komm. Ah, Donnerblitz. Paralysiere es. Oder bring es um. Genau. Tschüss. Das war Traumagil. Skelabra. Skelabra ist auch ziemlich schnell. Aber Skelabra hat eine Schwäche gegen Wasser auch. Los, Karipas. Zack. Scheiße, es kann aber. Oh, es kann eine Pflanzenattacke. Egal. Kaskade. Nein, nein. Wieso? Ah, ich setze. Ja, ich kriege einen Anfall. Okay, Korax, du darfst wieder.
Pferde und Flammenkörper. Spukball. Ich bin schneller, das passt. Zack. Schuss. Skelabra. Mach's gut. Erfahrungspunkte. Zwirrfinst. Okay. Erzwinger. Zwirrfinst hat ein bisschen gute Def. Aber egal. Spukball weiter. Draufhalten. Bam. Das reicht nicht. Bürde. Au. Auf. Au. Auf. Oh, ich überleb's. Spukball. Mach's kaputt. Zwirrfinst. Tschüss. Zwirrfinst. Ja. So, und das letzte natürlich noch. Traxtar, noch ein Level. Zubiris. Dann kommt sein Mega Zubiris in Einsatz. Auch ein neues Mega. Und wir setzen Spukball weiter ein. Da-da-da. Hallo Zubiris. Muggelhieb. Autsch. Eigentlich ist es ja auch Unlicht. Eigentlich könnte ich auch Zauberschein einsetzen. Mario. Zauberschein! Bams! Verdammt, es reicht nicht. Dunkelklaue. Autsch! Nein! Korax, Flammkörper. Ha! Verbrenn dich. Guter Job. Verbrannt. Haha. Du wirst so oder so sterben. Haha. Los, Draxler! Was machen wir? Kreuzschere. Bam. Und tschüss zu Biris. Wow, das war schon ein harter Kampf. Puh. Nico noch ein Level. Und Antonia wurde besiegt. Ich habe nichts anderes erwartet. Schnauze. Ohne Witz. Oh, schade. Schon wieder verloren. Aber meine Pokémon und ich haben über den Griff gekämpft und sowas Band zwischen uns weit gestärkt. Ich freue mich schon auf einen unseren nächsten Kampf. Was mache ich nur gegen Dragan und nachher gegen Troy? Oh, die machen mich auch voll kalt. Einmal geheilt. Beleber. 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 Und Hypertränke. Wieder voll machen, schön. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war's mit dem Part für heute. Antonia ist Geschichte und zwei Top 4 Leute stehen noch vor uns. Oh, das müssen wir hinkriegen. Aber das schaffen wir. Würde ich mal sagen, lasst einen Daumen, lasst einen Kommentar da und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann bin ich raus. Ciao.